kontrollierbar ist, weil man es nicht kontrollieren kann, nicht direkt erklären kann, behält eben die Sache auch ihr Geheimnis. Kurz gesagt, die Erklärung ist die Entmystifizierung, die ist zwar auch schön im Nachhinein, aber in dem Moment, wo das stattfindet und auch eigentlich direkt danach, sollte man das eigentlich erstmal gefühlsmäßig wirken lassen. Weil das ist ja gerade das Märchenhafte, wo du plötzlich was siehst, wie du guckst einen Regenbogen auf, du nimmst einfach etwas wahr, was Außergewöhnliches ist, kein Normalreiz, und dann damit arbeitest. Ja, früher bei den Päpsten so war, ne? Die konnten ja leider nicht ihr christliches Amt nur ausüben, sondern die mussten ja auch auf Kreuzzüge, ne? Und mussten morden. Und damit sich hier dieser Typus hier, also dieser sakrale Typus, kann eben morden und predigen gleichzeitig. Das kann man hier. Und wie gesagt, hier in der Mitte befindet sich natürlich das klassische Phallus-Symbol, was eigentlich nur andeuten soll, dass eigentlich die Darstellerin weiblichen Geschlechts natürlich im Grunde gar nicht berechtigt ist, überhaupt eine solche Kopfbedeckung zu tragen. Und um eine Aufwertung hier mit reinzubringen, befindet sich hier ein sogenannter Ersatzphallus auf dem Kopf, damit das getragen werden kann.